Willkommen hier zur nächsten Partie, Mainz 05 gegen Werder Bremen. Bremen hat in den letzten 5 Spielen 3 Punkte geholt und zwar jedes Mal durch ein 3:3 Unentschieden. Das musste erstmal schaffen. Mainz hat in den letzten 5 Spielen 2 Punkte geholt und beide Vereine haben insgesamt 6 Pfeile nach unten. Also jeder Verein jeweils 3, überall gibt es nur Verschlechterungen. Das kann was werden. Ansgar hat sich erbarmt und übernimmt die Leitung dieser Partie und eure Tipps landen hoffentlich trotzdem in der Kommentarbox, auch wenn die Aussichten hier äußerst düster sind. Und das hat's doch so lustiges wird. Ja. Und ihr könnt gerne auch unterschiedlich tippen. Euer FIFA-Tipp muss nicht dem realen Ergebnis gleichen. So. Das geht, ja, geht gut los. Eins null für Bremen. Schade. Das war zu offensiv, zu gefährlich. Es wird immer schlechter. Nein, nach vorne grätschen, Selke. Nee, das war gar nicht Selke. Das ist der Torschütze. Hallo? Und der macht alles richtig. Du hast. Das war doch abseits. Das habe ich auch so gesehen. Das müsst ihr euch jetzt gleich mal in der Wiederholung anschauen. Wir können ja jetzt nicht pausieren. Aber das hat mich auch gewundert. Und ich sehe schon eine gelbe Karte. Oh! Eieieiei. Torwart. Pavlenka, das hast du schon mal besser hinbekommen. Eieieiei. So, jetzt aber. Boom! Yep. Das war nichts. Schöner Pass, der kommt auch perfekt an. Ist jetzt echt stehen geblieben. Oh. Ach, das ist doch. Das geht gar nicht. Hattrick! Solche Schüsse gehen gar nicht. Das ist doch Fake. Fake News. Und weiter. Komm, kein Zweikampf hier rein. Boah, Pfostentor. Dann wollte ich gar nicht mehr hingehen. Rashica und Bremen. Die haben gerade bei mir anscheinend Oberwasser. Ich hatte die auch am letzten Spieltag gespielt und das war sehr angenehm. Also trotz 3 Pfeile nach unten ist das hier eine sehr flotte erste halbe Stunde. Ja gut. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Selke. Die Nummer 9, Davy Selke.
Dann bin ich ja besser, wenn ich mir 5 rote Karten hole, ey. Boah, der ist ja hier nicht mehr zu stoppen. Ich bin stolz drauf, ne? 5 Tore, eine Vorlage in einer Halbzeit. Also ich würde mal sagen, das riecht ja hier nach einem Rekord für Rashica. Nein! Oh! Ja, als ob der reingeht. Hör doch auf zu heulen da vorne. Scheiße. Oh, knapp. Torwart. Oh. Mensch, Mensch. Jetzt. Meine Fresse. Hauptsache nach vorne spielen, der macht schon was draus, der Junge. Weiter geht's. Bringen wir es hinter uns. Ich hätte lieber den Spieler gewechselt. Zentner hält! Schade. Ich hatte noch leicht verzögert, weil da wieder keiner reinlief. Schlechte Bewegung. Noch zu viel Tempo vorher rausgenommen. Nein! Oh, Alter, ist der schnell am Ball. Boah. Eigentlich habe ich mir dem viel zu weit vorgelegt. Ich dachte, der wäre weg. Du willst doch jetzt nicht erwarten, dass ich das kommentiere, oder? Ach, warum hinlaufen? Oh! Abseits? Nee, geht weiter. Schade.
Alter. Naja, scheiß drauf. Na, hä? Na gut. Och. Nee, abseits. Zentner, der ist ja mutig. Hey, warum läuft der denn in die andere Richtung? Oh, Alter. Boah, diese scheiß Mainzer regen mich so auf, ey. Da kommt nichts an. Ja, Mainz liegt dir ja generell nicht. Boah, schlecht. Na, weiter. Abseits. Ja, aufpassen. Eine Minute gibt's oben drauf. Jetzt nochmal Mainz mit einer Möglichkeit. Das war's. Bremen gewinnt dank eines überragenden Rashicas. Klar in Mainz und wir sehen uns in Augsburg. Dort ist Eintracht Frankfurt zu Gast. Tschüss.